Hallo, heute gibt's wie versprochen das erste Gericht aus meiner derzeitigen HelloFresh-Kochbox. Und das sind die Zucchini-Käsepuffer mit frischem Salat und Petersilien-Dill-Dip. Das werde ich wie gesagt heute kochen. Die Zutaten habe ich alle schon bereitgelegt. Da ist einmal der Pflücksalat, dann die Kräuter, das ist also der Dill und die Petersilie, dann Crème fraîche. Ein Käsemix, eine Karotte, eine Frühlingszwiebel, eine Zucchini, eine Gurke, eine Limette, dann etwas Balsamico-Essig, Honig, Kürbiskerne und Weizenmehl. Außerdem braucht man noch ein Ei, Pfeffer, Salz und Öl. So, dann fangen wir zuerst mit dem Gemüse an. Das habe ich jetzt natürlich schon gut gewaschen. Und was man jetzt auch noch braucht, ist eine Küchenreibe, da die Zucchini und die Karotte grob gerieben werden müssen. Zuerst schneidet man die Enden ab. Und jetzt wird es grob gerieben. So sieht das jetzt fertig aus. Bei mir ist es jetzt etwas feiner gerieben, weil ich leider nur so eine kleine Reibe habe. Es sollte etwas gröber sein, als jetzt hier zu sehen ist. Nun muss man das Gemüse gut ausdrücken, da es sehr wasserhaltig ist, entweder mit den Händen oder durch ein sauberes Küchentuch. Jetzt folgen noch ein paar Schneidearbeiten. Und zwar muss man jetzt diese Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden, und zwar den weißen und grünen Teil getrennt voneinander. Danach wird die Gurke in dünne Scheiben geschnitten und die Limette wird dann in Spalten geschnitten. Jetzt braucht man eine große Schüssel, wo dann die Puffermasse vorbereitet wird. Dazu nehme ich jetzt hier dieses Weizenmehl. Dann kommt ein Ei dazu. Dann das geraspelte Gemüse. Und dann den weißen Teil der Frühlingszwiebel. Und den Käsemix. Und jetzt wird das alles ganz gut verrührt. Jetzt geht es weiter mit dem Dip. Dazu benötigt man dann etwas Dill und Petersilie und eine kleine Schüssel.
Die Kräuter habe ich schon gewaschen und die werden jetzt ganz klein gehackt. Dann kommt in eine kleine Schüssel etwas Crème fraîche rein. Ich habe hier jetzt 150 Gramm. Dazu kommt jetzt noch etwas Salz und Pfeffer und dann wird alles zusammen mit den Kräutern gut verrührt. Es geht weiter mit einer großen Pfanne. Da werden jetzt ohne Zugabe von Öl die Kürbiskerne 3 bis 4 Minuten angeröstet. Wenn die Kerne fertig geröstet sind, stellt man sie auf die Seite. Für den Salat braucht man jetzt eine große Schüssel. Dann wird das Salatdressing gemacht. Dazu benötigt man einen Esslöffel Öl. Ich nehme jetzt hier ein Olivenöl. Dann kommt etwas Honig rein. Salz und Pfeffer. Und der Balsamico-Essig. Dann kommt der Pflücksalat mit rein und die geschnittenen Gurkenscheiben. Und gleich mit dazu kommen dann auch noch die gerösteten Kürbiskerne. Und jetzt wird alles gut vermischt. Zuletzt werden jetzt noch die Zucchini-Puffer ausgebacken. Dazu benötigt man wieder die Pfanne von vorhin. Und da kommen jetzt nochmal 2 Esslöffel Öl rein. Und dann gibt man den Teig mit dem gehobelten Gemüse portionsweise in die Pfanne. So sollte das jetzt in etwa aussehen und das wird jetzt von jeder Seite etwa 3 Minuten angebraten, solange bis es goldbraun aussieht. Jetzt werden die Puffer noch mit den grünen Teilen der Frühlingszwiebel garniert. In die Mitte kommt dann der Petersilien-Dill-Dip. Und der Salat auf die Seite und dann noch die Limettenspalten. Und dann ist es auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Kocht es gerne mal nach. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch die nächsten beiden Rezepte der aktuellen HelloFresh Box anschauen.